Willkommen zurück zu Spyro the Dragon! Teil 2, Gateway to Glimmer. So, mal gucken, was die Türen machen. Ah, wie ich es erwartet habe. Es sind tatsächlich Sprungfedern. Ja, die uns natürlich in einen neuen Bereich führen. Oh, ich muss eingenickt sein. Harry, je, ich habe wohl den Brunnen ausgehen lassen. Hier, nimm diese Kugel und erzähl Hydra nichts von meinem kleinen Nickerchen, okay? Okay. Moment, war das schon der Exit? Okay, war das schon der Exit? Oder wie verstehe ich das jetzt? Komisch. Aber egal. Du Affendings. Jetzt weiß ich, warum die mich so nerven, die Viecher. Es sind Affen. Und ich bin ja nicht so gerade der Affenfreund, auch wenn die hier recht harmlos wirken. Irgendwie bringen mir diese Affen nicht gerade Glück. Auch wenn das gerade eine Eigenverschuldung war. Dieser Fail. Ah, das war nicht so schlau. Solche Sachen kann man auch anders lösen. Aber egal. Ach du Scheiße, ich weiß, wo ich bin. Und die springen noch volle Kanne rein. Traumhaft. Na egal. Diesmal nicht. Diesmal nicht. Das hast du dir so gedacht. Okay, ein Auto. Sieht interessant aus. Ist bestimmt für eine Aufgabe. Ah, Spyro. Ein freundliches Gesicht. Ein Haufen übler Diebe hat die Zündkerzen geklaut. Und ich sitze hier fest. Bitte hol die 4 Zündkerzen zurück. Und wieder mal Diebe jagen. Ich glaube, der pfeift da die ganze Zeit. Aus dem letzten Loch. Wie komme ich denn daran? Hier gibt es Steinchen. Zwar nicht zu wenige. Ist auch noch ein paar Steinchen. Viel fehlen bis zu 100 nicht mehr. Nein, bis zu 400. An Edelstein. Ich glaube, da vorne gibt's. Ach, das sind die Diebe.
Jetzt schwimmen die auch schon. Ist das ein gemeiner Dieb? Ist das ein gemeiner kleiner Dieb? Ihn erwischen. Hä? Wie soll ich den erwischen, die Diebe? Beziehungsweise den Dieb. Na, das war jetzt dumm. Oh, ist auch tricky. Oh, das ist auch fies gemacht mit diesen Dieben. Vor allem mit dem Dieb. So ein kleiner mieser Dieb, ey. Ja, natürlich. Och Mann, ey, dieser blöden Diebe. Ich verpratze mein ganzes Leben hier. Ganzes Leben bei einem einzigen Dieb. Ich glaub's nicht. Das hat nichts gebracht. Diebe jagen. Toll. Eigentlich besseres zu tun als Diebe zu jagen. Ich habe eigentlich wesentlich besseres zu tun als Diebe zu jagen. Mann, ey, ich mag diese Diebe nicht. Und vor allem den nicht, weil er so penetrant sich bewegt. Oh, die blöde Stufe. Ah, verkackt. Voll verkackt. Tauch doch noch tiefer runter, Mensch. Nicht gegen die Wand, Spyro.
Ja, natürlich trifft die Wand nicht den Dieb. Gut, danke. Ja, und kurzen Schnitt. So, einen von vier Dieben haben wir schon mal erwischt. Und ja, auch Zeit, weil der Dieb hat mir echt den letzten Nerv geraubt. Der war, ja, nicht gerade nice. Ja, der pfeift die ganze Zeit. Bin gespannt, wo der nächste ist. Ach da. Noch toll. Okay, springen ist angesagt. Ganz viel springen. Aber hier gibt's Edelsteine. Auch nicht mehr viele. Boah, wie penetrant läuft der denn herum? Wie penetrant bewegt sich der denn? Das war jetzt ganz schlau, Spyro. Was du gerade gemacht hast. Ich glaube, der da unten sieht einfach aus. Schnapp ich mir erstmal den hier. Was sind das für komische Diebe? Okay, haben wir schon mal zwei Zündkerzen. Fehlen noch zwei. Okay, einer hat er hier. Das ist gemein, was er da macht mit seinem komischen Sprung. Das ist gemein. Ja. Natürlich, so wird's gemacht, Spyro. So wird's gemacht. Da verkacke ich jedes Mal. Komm schon. Komm schon. Okay, so ist sein Muster. Das darf ich nicht machen. Das darf ich nicht machen, wenn er das macht. Ich krieg die schon. Ich krieg diese Diebe schon. Und die zweite Unterbrechung. Wunderbar. Cut. So. Das hat mich jetzt gerade voll aus dem Konzept gebracht. Ja, tut mir leid, wenn ich hier und da mal cutten muss, aber...
Tja, in so einem Elternhaus ist das nun mal so. Klar, so ein Mix aus Sprinten und Schweben muss es sein. Ah, verdammt nochmal. Ich muss ihn am Boden erwischen. Dann ist er am einfachsten. Das ist, glaube ich, am leichtesten, wenn ich ihn da erwische am Boden. Was gibt es hier eigentlich noch drin? Nichts. Einfach mal nichts. Was ist ein Froggy? Ich glaube, auf den Advance ist das schwieriger. Mit diesen Dieben. Auf der Advance ist das, glaube ich, schwieriger, die zu erwischen. Ah, verdammt. Verdammt. Ich komme den schon näher. Ich komme den schon näher. Ich werde diesen Dieb kriegen. Ich werde diesen Dieb schon kriegen. Mann. Edelstein. Achso, ne, ist bloß so ein komisches Teil. Och Mann, ich will diesen Dieb kriegen. Kann nicht so schwer sein. Meine Güte. Ich komme nicht genug dran. Ich komme nicht nah genug ran an ihn. Ich komme nicht nah genug ran. Ja, endlich. Wird auch Zeit. So, noch ein Dieb. Und wir haben's. Noch ein Dieb und wir haben's. Ich vermute mal, dass er sich hier irgendwo versteckt. Und by the way, gibt's noch Edelsteine. Ja, hab ich's doch gewusst, dass er hier ist. Das ist bestimmt das Versteck von diesen Dieben. Ah, noch ein ganz kleiner Rest. Hier fehlt. Da steht er direkt hinter mir, ich glaub's ja. Den hole ich mir. Den kaufe ich mir, den Dieb.
Moment, kommt er wieder? Du bist so dämlich. Juhu, ich bin wieder im Geschäft. Hier, junger Drachenfreund, nimm das. Es hat Museumswert, aber du verdienst es. Ja, das war gerade der dümmste von den ganzen Diebeskollegen. Weil alle anderen waren schlauer. Er ist es nicht. Aber egal, das ist gut für uns. Und ich würde sagen, das war's für diesen Part von Spyro 2. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, Sikorsky, Leute.